Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft auf der Agonischen Maid, die wir noch weiter ausbauen dürfen. Heute mache ich mal eine etwas kürzere Folge, weil ich jetzt voll im Modus bin, sage ich jetzt mal. Weil genau heute, wo ich aufnehme, haben wir die 100 Abonnentenmarke geknackt. Und da will ich mich bei euch allen erstmal bedanken, dass ihr dabei seid, dass ihr wirklich mich unterstützt damit, dass ihr meine Videos anschaut und so. Wirklich ein herzliches Dankeschön von meiner Seite. So, wir wollten ja die Blumen auch noch hier anpflanzen. So, ah ne, die sind ja drinne. Sind die gepflanzt? Gewässert meine ich? Keine Ahnung. Aber wirklich ein Dankeschön von mir, von ganzem Herzen, dass wir das gemeinsam geschafft haben, diese 100 Abonnenten. Ihr wisst gar nicht, wie sprachlos ich eigentlich, was das angeht, bin. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wirklich. Das sind eine Menge Leute. Aber ein Special ist eine Arbeit. Ich bin schon dabei, für euch das Best-of zu machen. Ich werde da nur ein bisschen halt länger Zeit brauchen. Aber es wird kommen auf jeden Fall. Plus noch eine kleine zusätzliche Überraschung. Was euch noch zusätzlich demnächst alles auf diesem Kanal hier erwarten wird. Und da freue ich mich schon drauf, das euch alles zu zeigen. Aber da werde ich auf jeden Fall Zeit für brauchen. Definitiv. Und mir bleibt echt nichts anderes über, als zu sagen, danke, dass ihr das alles mit mir hier mitmacht. Dass ihr so lange dabei seid, mich unterstützt. 10 Monate bin ich schon bald dabei. Ein paar Tagen. 10 Monate mache ich YouTube und wir haben schon die 100 Abonnenten geknackt. Das ist Wahnsinn, finde ich. Haben wir noch Blumen? Wir haben keine Blumen mehr. Wir haben aber jede Menge Müll. Müssen wir mal vielleicht hier reinpacken. Ich glaube nicht die Samen, aber die Dinger. Ach so, warte, können wir ja noch nicht. Haben wir hier erstmal irgendwas für Müll? Komm, den Müll können wir erstmal hier hinpacken. Daraus machen wir eins. Das kann auch erstmal dahin. Das kann hier hin. Genau, hier haben wir das. Hier haben wir Lebensmittel. Hier sind die fertigen Dinger. Was können wir. Schrott können wir hier rein. Ne, warte, Schrott kommt nicht hier rein. Hier hatten wir doch die Rohmaterialien. Genau, hier. Ja, komm, packen wir auch erstmal hier rein. Samen. Komm, packen wir erstmal hier rein. Und Lebensmittel können wir hier hinpacken. So, die sind fertig gekocht. Oh, Carbon spielt Counter-Strike. Schöne Grüße an Carbon. So, haben wir hier noch irgendwas fertig? Ja, geil. Dann den noch drauf. Und komm, die Kartoffeln können wir auch noch drauf packen. Ne, falsche Truhe. Hier war Lebensmittel. So, packen wir das mal hier hin. Die können wir auch mal brutzeln. Gleich irgendwann. Und da ist wieder der Carbon. Schöne Grüße auf jeden Fall. So. Ja, geil, wir haben wieder genug. Um hier zuzumachen. Für einen. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, meine ich. Dann
7, 10, boah, was ist gerade mit meinem Kopf rechnen? 10, 12, 14, 15, 15 mal 3 plus 1, 2, 3 mal einen halben. Kommt da wieder besser? Ich glaube, das ist ein Fass. Könnte sein, dass das ein Fass ist. Ich hoffe, den kriegen wir. Ja, die Insel haben wir auf jeden Fall verpasst. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben wieder ein Geschenk. Wie lange ist es her, dass wir ein Geschenk hatten? Du hast gelernt, Bett. Wir haben ein neues Bett gelernt. Oder wie? So, wie weit ist denn das Essen unten? So, nice. Eine neue Planke. Dann können wir die Kartoffeln auch erstmal wieder einlagern. Und das Geflügel. Und wie sieht es hier aus? Ernten. Nice. Und neue schwarze Samen. Braucht frisches Wasser, okay. So, dann ab mit den Samen wieder hier rein. Und schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen haben. Nice, wieder. Wir können wieder einbauen. Also eine Planke meine ich. Ein Boden. Das Fassding werden wir sonst nicht kriegen. Einen Moment. Der wird vorbeischwimmen. Ah, komm. Den müssen wir kriegen. Nein, den haben wir nicht gekriegt. Okay. So, und den will ich jetzt auch noch kriegen. Ja, geil. Nice. Ja, aber nicht genug. Außer für die halben. Die halben hätten wir genug. Wie sieht es unten aus? Ah, geil. Ein Fass haben wir doch noch gekriegt. Und ein Palmblatt. Palmblätter können wir auch erstmal hier lagern. Obwohl, wir können die eigentlich doch hier behalten. So, das Fass holen wir uns. Ich habe gesagt, das Fass holen wir uns. Will der mich verarschen? So, jetzt haben wir den. Ah, geil. Wir haben wieder. Nice. Ich muss aber auch dafür sorgen, dass die Playlist mal ein paar neue Lieder bekommt. Sind ja relativ die gleichen, kann man sagen. Die mal kommen. Und das war zu früh geworfen. So, ich könnte aber auch schon mal die Blumen unten in das Ding hier reinpacken. Dann kriegen wir schon mal ein bisschen wieder Farbe. Also, die Netze sollten wir auch einmal leeren. Dann haben wir jetzt wieder... Nice. Und wir müssen gleich was essen. War wieder ein Fass. Ich hoffe, den kriegen wir. Ja. Mit nur einer Planke. Toll.
Wir brauchen Planken, wir brauchen Holz. So, Stein können wir hier packen. Seil war nicht hier. Aber den hier. So, was sagen die Blumen? Okay, was sagt die Farbmühle unten? Nice, das heißt, wir können wieder färben. Haben wir alles oder haben wir nicht alles? Beziehungsweise die beiden Fässer da schnappen wir uns eben noch. Geil. Den haben wir. Und? Ich hoffe den auch. Ja, geil. So gehört sich das. Haben wir jetzt wieder genug? Um auf der anderen Seite jetzt anzufangen. Wir müssen aber mal Halt machen bei einer größeren Insel. Vielleicht sind da auch wieder diese Bobbelfische. So, wir wollen die Farbe schwarz machen, genau. Was machen wir als nächstes schwarz? Die Treppe? Ja, komm. Wir machen die Treppe. Genau, so. Sieht schon nice aus, die Treppe auch noch. Ja, komm. So, jetzt haben wir wieder keine Farbe mehr. Alter, wie viele Planken? Das waren jetzt aber viele Planken auf einen Schlag. So, dann wollen wir das fast noch. Wir müssen sofort wieder was essen. Wir sind schon am Hungern und am Verdursten. Ah, noch ein bisschen. Ah, den kriegen wir so auch nicht. So, jetzt. So, trinken können wir jetzt so. Eine Planke rein. Und dann packen wir die Kartoffel da drauf. Und die Rüben kommen. Wir machen zuerst die Rüben. So, dann können wir die Kartoffeln essen. Müsste fürs Erste reichen. Gehe ich von aus. Boah, das Spiel ist aber heute richtig am Ruckeln. Nope. Nope. Genau, hier war das. Machen wir einmal voll. Palmblätter sind schon voll. Toll. Aber wir können mal eben jetzt zweimal Bretter hier reinhauen. Und die Blumen müssen jetzt auch fertig sein, ne? Oh, ich hatte Kartoffeln da reingetan. Okay. Wieso habe ich da Kartoffeln draufgepackt gehabt? Ich dachte, ich hatte die Dinger da reingetan. So, dann nochmal eins und nochmal eins. So, den machen wir nochmal voll.
Wird wohl nichts mit voll machen. Muss ich so machen. Erstmal gucken, ob unten wieder Planken da sind. Nope, aber Palmblätter. Und was sagt der? Wo sind die? Wir haben eine verpasst gehabt, ne? Die ich nicht sehen kann. Ah, ne, da haben wir eine. Wir lenken erstmal drauf zu. Und dann holen wir uns die Bäume dort. So. Das müsste reichen, ne? Die Fässer kriegen wir gleich eh noch. Ich bin aber auch am Überlegen, uns eventuell jetzt schon ein Bett zu bauen. Wenn ich wüsste, wo die Betten sind. Wir haben doch gelernt, wie man Betten baut. Wo sind sie? Ah, hier. Nope. Da. Ah, okay. 10 Planken, Palmblätter, Federn, Nägel. Okay, da brauchen wir schon einiges dafür. Müssen wir noch mal ein bisschen so beidrehen. Aber wir können jetzt nur so runter. Toll. Aber das müsste jetzt reichen. Damit wir da hin können. Einen haben wir schon mal. Haben wir noch Federn hier? 8 Federn haben wir. Wie viel brauchen wir fürs Bett nochmal? 14. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Das heißt, wir müssen demnächst wieder auf eine Insel, wo es einen Gulliver gibt. Bitte, Boris, tu es nicht. Boris, nein. Nein, Boris. Okay. So, dann holen wir uns den hier eben. Und noch ein paar Kokosnüsse, nice. Ja, komm, ich will vorbei. Hier haben wir nochmal rote Blumen. Ich bin am Überlegen, auch rote Blumen zu nehmen, beziehungsweise die Samen. Nehmen wir erstmal nur einen mit. Weil wir damit vielleicht ein paar Akzente machen können. Für unser Schiff. Was habe ich da weggeschmissen? Was habe ich, was ich nicht haben will? Das zum Beispiel. So, Wassermelone nehmen wir mit. Aber die andere habe ich nicht mitgenommen. Okay. Was schmeißen wir weg? Das hier zum Beispiel können wir wegschmeißen. Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Rote Blumen. Oh komm, rote Blumen können wir auch ein andermal mitnehmen. So. Seil brauchen wir nicht unbedingt. Kletterpflanzen, Glibber, Schrott. Ich glaube, ich muss nochmal zurück aufs Schiff einlagern. So, das waren jetzt Palmblätter. Planke kann ich mit nicht mitnehmen. Weg mit der Kartoffel. Palmsamen.
Ja, dann egal. Scheiß drauf. Wir haben, was wir wollten. Rote Blumen kriegen wir auch später. Brauchen wir jetzt noch nicht. Na, da ist Boris. So. Nein. Okay, der hat mich komischerweise nicht erwischt. Hat mich gewundert, und zwar stark. So, dann müssen wir wieder drehen. Ich sage aber, es ist heute mal eine etwas entspanntere Folge. So, dann können wir jetzt eben schnell wieder einlagern, alles. Was kann hier rein? Okay, hier kann nichts rein. Kokosnüsse können wir so mal lagern. Kartoffeln. Gegarte Rüben. Jo, wie viele ungare Rüben haben wir? Wassermelone kann hier rein. Komm, das packen wir auch erstmal hier rein. Wir angeln ja momentan noch nicht. Genauso wie das. Ja, komm, lassen wir das auch erstmal hier. So, Samen lasse ich auch mal hier. Können wir ja zur Not anbauen. Und das kommt hier hin. So wie das. Wir müssen aber auch wieder Pfeile machen. Demnächst. So, dann schnell essen. Und trinken. Dann muss ich jetzt noch mal... Komm, wir packen mal die Rüben da drauf. Wir haben so viele Rüben. So, dann kann ich jetzt hier noch mal ein paar hinbauen. So. Hat sich voll gelohnt. Und was haben wir hier? Eine Planke. Das heißt, wir können jetzt eben die halbe hier da reinballern. Hier, wo es fehlt. So wie dreht. So. Passt sogar. Komm, den brauchen wir. Komm. Ja, haben wir geschafft. Ich glaube, oben ist besser, wenn wir von oben gucken. Wir können eigentlich die Sachen schon mal nach oben lagern, umlagern. Das hier zum Beispiel. Ich bin gewohnt, daran C zu drücken, wegen Sons of the Forest. Zum Abreißen. So. Hier war doch noch irgendwo einer, oder? Wir hatten drei gehabt, da ist der dritte. So, dann packen wir den fürs erste den Empfänger, genau. Ich würde sagen, erstmal umdrehen. So. Und dann die Antennen. Erste packen wir mal hier hin. Dann die zweite hier. Und die dritte packen wir mal hier hin. Dann braucht er noch die Batterie wieder. So. Und das funktioniert. Und da hinten ist noch eine Insel irgendwo. Werden wir gleich irgendwann bestimmt sehen. So, nochmal einen Schluck trinken und voll machen. Also hier.
und jetzt müssen wir wieder essen. Ich hoffe, den Fass kriegen wir da. Bitte, bitte, bitte. Ne, ist zu weit weg. So, noch einmal. Ja, geil. Jetzt haben wir es geschafft. Komm, Plastik brauchen wir erstmal nicht. War aber auch nicht schlau von mir, den jetzt hier hinzusetzen. Also abzuwerfen. Wir gehen mal nach oben. Können wir besser sehen. Und Spiegel. Kiste. Kiste ist besser. Ah, wie herrlich. Aber das reicht nicht. Aber egal. Dann können wir hier... Wir haben schon wieder voll die Scheiße. Was soll denn das? Und wie sieht's hier aus? Wenigstens haben wir hier wieder mehr als genug. Können wir den hier einmal zumachen? So. Das ist eine Großinsel, da müssen wir hindrehen. Sieht zumindest groß aus. Vielleicht ist da auch ein Gulliver. Und wenn da ein Gulliver ist, müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall uns einen neuen Bogen bauen und ein paar neue Pfeile. Damit wir die Federn kriegen können, damit wir uns ein Bett bauen können. So, den holen wir uns noch. Den einen da hinten kriegen wir nicht mehr. Eine Planke fehlt uns noch. Oder vielleicht kriegen wir den noch. Bevor wir die Folge beenden. Schauen wir mal. Nein, die kriegen wir nicht mehr. Egal. Dann vielen Dank, dass ihr wie... Wo ist die Insel? Ah, da ist sie. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.